Dieses Video ist der zweite Teil von einer vierteiligen Videoreihe. Falls du wissen willst, wie das Ganze angefangen hat, den Link dazu findest du oben rechts in der Infokarte. Du kannst aber auch durchaus mit dieser Folge einsteigen. Ich jedenfalls bin ich zum ersten Mal in meiner Gleitschirmkarriere im Goms abgesoffen und hab's gerade so zurück nach Viersch geschafft. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg auf den Startplatz und hab die Hoffnung, dass ich beim zweiten Versuch mehr Glück hab. Scheiße, die Kamera ist in den Leinen. Ich weiß nicht, wie ich sie rauskriegen kann. Ah, jetzt habe ich volle Kontrolle über die Bremse, immerhin das. Geht einfach an der Kamera vorbei, das ist nicht so tragisch. Okay. Dann drehe ich hier mal auf zuerst. Da muss ich nicht gleich riskieren abzusaufen. Ich bringe die Kamera schon wieder raus. Aber ich brauche ein bisschen Höhe dafür. Muss schnell ein bisschen rausfliegen, dass ich ruhige Luft habe. Dafür will ich zuerst aufdrehen. Ah, okay. Das Besteigen und Rechtsdrehen geht natürlich mit Wirbelhinderung da bei der Kamera deutlich besser. Ja, so, also die Thermik ist inzwischen schon sehr viel besser, als ich noch gestartet bin. Sehr viel zuverlässiger, einfacher hochzukommen, easy peasy. Ich könnte sogar schon überlegen, hier einfach an die Basis aufzudrehen, mit der Kamera drehen und dann schon die Querung auf Pedal zu machen und auf der Querung dann gemütlich die Kamera rauszufädeln. Ja, ich habe unten gesagt, um 12:30 kann ich dann vielleicht starten. Jetzt ist 12:30 und ich bin schon fast an der Basis hoch. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich war jetzt sehr effizient. Zusammenpacken, auf die Gondel, auf den Startplatz, rausstarten, aufdrehen. Sehr effiziente Sache. Jetzt muss ich nur noch meine Kamera in den Leinenproblemen in den Griff kriegen. Und dann kann ich da immerhin noch einen guten Flug machen. Das ist nice. So, langsam steigt sie nicht mehr so gut. Ich habe hier eine Höhe, wo ich easy da drüben anhängen kann. Klar wäre es schön, wenn man da noch ein bisschen mehr Höhe hätte, aber das ist jetzt nicht notwendig und würde jetzt Zeit brauchen. Da drüben habe ich das Gefühl, bin ich effizienter so. Und dann kann ich auch endlich mal die Kamera ausfädeln. Jetzt fliegt Schluss, ich halte die Bremsen hier mal noch. Solange ich hier noch im bisschen bewegten Gebiet bin, aber sobald ich über der Talmitte bin, kann ich loslassen und die Kamera befreien. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen. So, ich glaube, wir haben genug ruhige Luft. Ich muss die Handschuhe... Nein, gar nichts mit ruhiger Luft. Ich glaube, das muss ich sogar noch schnell drehen. Ein paar Meter mehr schaden auch nicht. So, ich glaube, mehr Höhe brauche ich gar nicht. Das reicht so. Ja, beschleunigen kann ich so auch nicht, weil eine A-Leine geht da hinten durch und die würde es ganz komisch runterziehen. So, haben wir jetzt ruhige Luft. Endlich mal. 3200, ja, das ist easier als die 2.6, mit denen ich ursprünglich losgeflogen bin. Ui, das ist eine harte Angelegenheit. Ui, ja, gut, Kamera ist draußen. Nächste Frage, wenn ich die jetzt nach hinten gehen lasse, hält die oder hat es die noch hochgezogen? Flugzeug ist ziemlich weit auf. Flugzeug zu. Oh, aber Scheiße. Die ist ja so richtig aus dem Flugzeug rausgefallen. Die hält überhaupt nicht mehr. Ich muss die rausnehmen da. So, fädel ich die hier ein. Sie mir nicht abhaut für den ersten Moment mal. So, Flugzeug ist wieder zu. Okay, haha, das ist eine Operation in der Luft. So, Flugrichtung wieder korrigieren. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit der Kamera? Die sollte auch noch eine schöne Perspektive haben, aber mir trotzdem im Flug nicht im Weg sein. Ich könnte es mal nutzen, um die andere Perspektive, mit der die meisten anderen Leute immer filmen, mal auszuprobieren. Ich habe das noch gar nie gemacht. Ich glaube, so weit oben lassen kann dieses Ding jeweils gar nicht. Runterfahren, Kabel zu lang. Ja, das ist jetzt halt. So, okay. So, das war jetzt die Sache. Zuerst im Goms abgesoffen, eigentlich was ich bisher dachte, ist eigentlich möglich. Dann sehr schnell hoch gestartet, die Kamera in den Leinen, Kamera fast noch verloren. Mal sehen, was heute noch Wildes passiert. Das hat ja schon mal krass angefangen. Aber ja, das ist ein Erlebnis. Ich muss es positiv sehen. Die ersten kommen vom Goms, glaube ich, schon wieder zurück. Demher, ja, ich bin spät dran. Scheißegal, wird trotzdem ein schöner Flug. So,
Ich habe mal wieder aufgedreht, nicht ganz an die Basis, aber fast. Und das ist 3600, also so richtig hoch. Die Thermik ist richtig stark und gut. Funktioniert easy, einigermaßen turbulent, aber ist okay. Die Kamera, die da vorne ist, irritiert mich so ein bisschen, aber es geht schon. Es ist gerade die Frage, was ich machen will. Ich habe gerade gemerkt, wenn das so gut geht, habe ich doch noch eine Chance, ein gutes FI-Dreieck zu fliegen. Wenn ich da schnell bin und effizient den Scheiß mitnehmen kann, könnte durchaus gehen. Weil vorhin hatte ich eigentlich andere Ideen, aber ich bin gerade nicht sicher, was ich will. Ich gehe jetzt sicher mal den östlichen Turnpoint Set und so wie es aussieht, sollte es eigentlich kein Problem sein, da noch ein Stückchen Richtung Furka zu fliegen, vielleicht sogar ganz bis zum Furka Pass. Aber vielleicht wende ich auch lieber ein bisschen früher, weil dann muss ich nachher nicht ganz so weit im Westen. Dann habe ich noch eine größere Chance, falls ich das FI-Dreieck machen will, dass es klappt. Wenn nicht, spielt es eh keine Rolle. Ja, und um da vorne die Querung über den Grimselpass zu machen, muss ich noch einmal richtig Höhe machen vorher, richtig aufdrehen. Wenn ich das gemacht habe, dann sollte es eigentlich easy gehen nachher. Und es hat da vorne noch viele gute Wolken. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Allerdings dreht da vorne gerade keiner. Das ist tendenziell ein bisschen beunruhigend, aber auch nicht sehr. Ja, da vorne dreht gerade schon einer. Alles easy. So, ich bin hier hinten beim Rhonegletscher angekommen und hatte bis hierhin konstantes 3 Meter Sinken. Aber hier ist schon wieder richtig krasse Thermik vorhanden und zwar steigt es fast überall. Die Schwierigkeit ist wohl nur, das richtig kranke Steigen zu finden, wenn man integriert mit 4 Metern hochkommt. Aber ich glaube, zuerst setze ich mal den Turnpoint und solange ich nicht finde, was ich mit integriert 4 drehen kann, drehe ich nicht. Lohnt sich nicht. Okay, das muss ich fast nehmen. Ich drehe mich zu stark zurück. Hol mir zuerst den Turnpoint und drehe den allenfalls auf dem Weg zurück nochmal, weil sonst mache ich da die Strecke doppelt. Ja, ich habe jetzt hier ziemlich stark Gegenwind. Jetzt ist einfach die Frage, wenn ich das FI-Dreieck machen will oder probieren will, dann darf ich nicht weiterfliegen, sonst habe ich keine Chance, den südlichen Sektor noch so zu montieren, dass der funktioniert. Aber wenn ich das nicht fliegen will, dann könnte ich hier auch weiterfliegen. Das wäre durchaus eine Option. Die Wolken sehen sehr gut aus. Funktionieren würde das sicher. Dann wäre das einfach eher ein flaches Dreieck. Was sich lohnen könnte, ist hier den Turnpoint noch ein bisschen weiter in Norden zu setzen, weil dann wird der südliche Turnpoint auch einfacher, gerade wenn es hier so gratis geht. Hier kann ich einfach im Steigen hin und zurück fliegen. So, steigt hier schon ein bisschen lang nicht mehr, das muss reichen. Jetzt geht es wieder zurück. Über die Gärtnerhörner oder Gerstenhörner. Gerade die entsprechende Stelle ist auf der Karte verdeckt von der Linie, wo ich drüber geflogen bin. Wenn ich da vorne noch ein bisschen aufdrehen kann, dann kann ich nachher gleich diagonal fliegen. Das spart mir dann nochmal ein bisschen Strecke. Wenn ich da keine Höhe mehr mache, reicht's auch. Also jetzt ab hier, sobald ich dann drüben ankomme, wieder nach dem Grimselpass, werde ich mal versuchen, einfach alles im Radausflug zu nehmen, nicht mehr aufzudrehen. Ich glaube, da bin ich dann effizienter. Sorry, ist mir zu schwach. Es waren nur ungefähr 3,5 Meter Peak, das reicht nicht. Hübsches Steigen hier, aber ich nehme das einfach mit im Geradeausflug. Ich drehe erst, wenn es noch stärker wird, falls das noch kommt. Ja, ich glaube, der Starrflügel hat da nicht mit der Linie angezogen. Soll ich das mal probieren? Ja, also 2 Meter integriert, so ein Scheiß muss ich jetzt wirklich nicht drehen. Aha. Besser. So, ich glaube, das reicht mir. Komme ich da drüben auf einer schönen Höhe an, fliege ich mal weiter und schau mal, wie das geht mit geradeausfliegen. Das kommt, wenn die Thermik richtig läuft im Wallis, eigentlich normalerweise funktioniert das. Oh,
Holy shit, das war krass. Die Thermik wollte mich gerade fast umbringen. Ich bin so mit 10 Meter über die Ridge geflogen und dann war die Thermik so stark, dass ich den Schirm einfach gerade kurz nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ging dann aber und das konnte ich hier mit 3,5, 4 Meter aufdrehen. Ich habe es nicht ganz an die Basis aufgedreht, weil hier bin ich alles perfekt unter der eigentlich Wolkenstraße. Insofern habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Höhe brauche. Ja, aber vorher mit alles gerade ausfliegen und nicht Thermik drehen hat so mittelgut funktioniert. Ich konnte die Höhe nicht halten, war immer tiefer, einmal musste ich schwaches Steigen drehen, aber schlussendlich war es glaube doch ganz okay, weil ich alles der Ridge entlang nachfliegen konnte, nicht so viel sinken hatte. Aber uiuiui, da ist turbulent. Man muss den Schirm einfach halten hier. Ja, jetzt mal schauen, wie gut es weitergeht. Fucking hell. Ja, hier ist es bewegte Luft. Nichts mehr mit loslassen. Aber immerhin nicht mehr so in Geländenähe. Vorher war es sehr belastend, sehr stressig. Auch wenn es eigentlich nicht so turbulent war. So nah am Gelände, im Gas fliegen, Großteil im Vollgas geflogen. Das ist belastend. So, also, vorhin dachte ich, ja, jetzt eigentlich muss ich da nicht mehr groß drehen, aber dann bin ich in 5 Meter Steigen reingeflogen und das war fast 5 Meter integriert und dann fand ich, muss ich was nehmen. Jetzt bin ich wieder da auf 3,6, 3,7 oben und habe schon fast Angst, mich bei der Wolke da vorne da auf 3,59 hochzieht, wobei da fehlt mir schon noch einiges an Höhe. Aber ja, jetzt kommt dann die hochalpine Route, die man direkt fliegen kann. Da sehen wir mal, wie weit hinten durch wir gehen, aber da kann man jetzt einfach schön die direkte Linie fliegen, ein bisschen abkürzen. Und das wird ziemlich nice wahrscheinlich. Jetzt hatte ich vorher gerade einen Moment Angst, dass mich da hoch zu der Wolke zieht, über 3,59. Ich glaube, ich jetzt aber sollte durchgehen, aber ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt die Meter über Grund noch eingeblendet, weil 600 Meter AGL das ja erlaubt, aber das geht wahrscheinlich wirklich nur gerade über diese Ridge und dann sofort gleich nicht mehr. Sollte es mich nicht reinziehen, aber ich bin erst auf 3700, das heißt 250 Meter habe ich noch zur Verfügung. Aber eben, wenn es so zieht, dann ist man plötzlich sehr schnell sehr weit oben. An dieser Stelle vielleicht schnell zur Klarstellung. Ich darf ja grundsätzlich nicht höher als 3950 Meter über Meer fliegen. Die Ausnahme dazu ist aber, wenn ich weniger als 600 Meter über Grund fliege. Über sehr hohen Bergen ist es von dem her auch erlaubt, höher als diese Grenze zu fliegen. Jetzt fängt es wieder an mit Steigen, aber ja, ich sollte da zumindest unter der Wolke durchkommen. Dann mache ich da vorne eben nachher die Gletscher. Also selbst hier über der Ridge zeigt es mich gerade auf 600 Meter AGL an, also weiter hoch als 3,59 darf er nicht, aber es scheint jetzt gar nicht mehr ein Problem zu sein, steigt hier gar nicht so krass. Aber ich muss hier jedenfalls gar nicht mehr aufdrehen zur Basis, ich kann hier direkt weiter und da vorne habe ich dann schon vertraut, dass es funktioniert. Jetzt zieht es mich da gerade am Schluss noch ein bisschen hoch, ich glaube, da gehe ich sogar ein bisschen auf die Bremse, das ist okay. Ein bisschen mehr Höhe, habe ich jetzt langsam keine Bedenken mehr, bin genug vorgeflogen und ist genug wenig gestiegen, das ist okay. Wird bewegt. So, und jetzt habe ich noch das letzte Mal die Chance, mich umzuentscheiden und doch die Finster-Ahorn-Querung zu machen. Weil da vorne ist das Finster-Ahorn. Könnte ich jetzt easy hinfliegen und die Querung machen, das wäre möglich. Ui, jetzt sind wir richtig sinken hier. Ja. Ich mag es nicht, aber ich bin ja genau das extra angeflogen, weil ich da Thermik erwartet habe. Aber. Ich mache das ja extra und bin dann überrascht, dass es mich stresst. Schwalbe dreht recht, weil wenn man. Sonst melde ich mich. Ja, jetzt habe ich dort ein bisschen überlegt. Ich meine, das Steigen hier ist jetzt nicht der Wahnsinn. Aber ich glaube, es ist vernünftig, hier ein paar Meter zu machen, dass ich da vorne zumindest über die nächste Ridge drüber komme. Weil auf der Ostseite habe ich nicht Vertrauen, dass es da gut läuft. Aber jetzt hat es mir da gerade ein bisschen sehr abgestellt. Jetzt muss ich es riskieren, das wird schon gehen. Das wird schon irgendwie gehen. Da den Kessel ganz ausfliegen lohnt sich meistens nicht. Die Wolke suggeriert zwar, dass da was steht, aber noch nicht hinein. So, ich bin gerade am überlegen, eigentlich hatte ich mich ja entschieden gehabt, das 200er FI trotzdem noch zu probieren. Aber jetzt habe ich hier doch deutlichen Gegenwind, ich habe jetzt hier eine kleinere Baustelle und es wäre möglich, die Finster-Ahorn-Querung zu machen. Ich habe die noch nie gemacht, ich habe einen angebrochenen, so halb verkackten Tag. Ich glaube, es wäre cooler, um zu disponieren und jetzt diese Querung noch zu machen.
Und wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Wenn alles klappt, kommt die genau eine Woche nach diesem Video, also wieder an einem Mittwoch. Und wenn sie schon draußen ist, kannst du die gleich oben rechts anklicken. Und oben links verlinke ich dir noch eine Playlist mit allen Videos von dieser Reihe. In dem Sinn, abonnieren nicht vergessen, macht's noch gut und ciao allerseits.